Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Okay, ich mach mal Folgendes, und zwar, ich gehe tatsächlich mal runter und klemm mal unten unsere Container ab. Die meisten. Hier haben wir irgendwas. Ach, das sind die Computer, ja, die brauche ich ja unten. Das entspricht schon der Richtigkeit. Was haben wir hier? Motoren, die brauchen wir auch. Ich muss mal gucken. Ah, da waren gerade. Hier war irgendwas. Was kommt hier? Hier kommen verstärkte Eisenplatten. Ja. So, den nehme ich mal raus. Dann die Rahmen nehme ich auch mal raus. Und was haben wir da noch? Das Zeug brauchen wir. Dann nehme ich die normalen Eisenplatten mal raus. Und die Eisenstangen nehme ich auch mal raus. Schrauben sind eh schon voll. Hier ist eh schon alles voll. Was kommt denn hier angefahren? Ach, dieses Rohrzeug. Ja, das kommt nämlich auch raus. Brauchen wir jetzt im Moment auch nicht. Da unten ist schon voll. Was läuft hier? Was läuft denn hier an? Ach so, die verstärkten Rahmen. Okay, das wird dann natürlich... Die werden hier extrem... Die sollte ich vielleicht oben schon abklemmen. Weil bis das Ding hier voll ist, das dauert dann wahrscheinlich ewig. Aber wobei, wenn jetzt die Eisenplatten und die verstärkten Platten stagnieren, sollte es dann auch schneller gehen. Je weniger hier überall reinläuft. Was sind das? Das sind, glaube ich, die verstärkten Dinger. Okay, dann... sollte das so erstmal passen. Dann sind nämlich hier, da stapeln sich dann die Eisenplatten, die laufen dann eher schneller durch. Und so weiter. Dass hier einfach nicht mehr so viel in die Container rein flutet, sondern eher direkt nach oben. Und wir müssen aber trotzdem, es bleibt nichts uns, es bleibt uns nichts anderes übrig, als endlich auf Schneckenjagd zu gehen. So, das heißt für mich... Ich fülle hier die Sachen, die Container. Ich habe doch hier, habe ich noch bestimmt noch... Ach komm, das mache ich da drüben rein. Hier haben wir noch verstärkte Dingensplatten. Die könnten wir oben reinballern irgendwo. Dass das schneller geht. Ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Ich mache erstmal hier meine Schrauben wieder rein. Okay, ist voll. Das heißt, ich schmeiß meine Schrauben weg. Dieses Kabelzeug brauchen wir nicht. Ist voll, schmeißen wir weg. Die hier brauchen wir im Moment auch nicht. Schmeißen wir weg. Beton. Beton brauche ich viel. Den Scheiß hier brauche ich nicht. Treibstoff brauche ich auch viel. Dass wir hier schön rumfliegen können, das brauche ich nicht. Die Rohre brauche ich nicht. Plastik brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Das kommt eh alles wieder. So, Supercomputer, die 25 Stück, die brauche ich schon. Wo haben wir denn noch? Hier haben wir noch ein bisschen davon. Zack, zack, zack. Machen wir mal so, dass wir da genug, genug Dinger bauen können. So. So sollten wir genug, ihr wisst schon, Plattform bauen können. Um irgendwo hochzukommen. Und die Fördermast stapelbar. Was brauchen wir dafür? Eisenplatten und Eisenstangen. Da sollte ich vielleicht auch noch mitnehmen. Ja, da haben wir auch genug. Eisenstangen. Huch. Und Eisenplatten.
Die kommen ja dann nicht nach, wenn wir die hier rausholen. Das ist ja das Gute. So, dann können wir nämlich auch Fördermast stapelbar, können wir dann auch genug bauen. Ja, sehr schön. So, dann würde ich hier mal die verstärkten Platten schnell eben nach oben bringen. Die nehmen wir einfach mal alle mit. Kommen dann ja auch irgendwann wieder nach. Aber dann kann hier schon mal kräftig vorproduziert werden. Jetzt ist die Frage, wo sind die hier? Da sind die normalen Eisenplatten. Das heißt, die kommen da hinten irgendwo raus. Hier. Nein, da wird Rotor draus. Hier, glaube ich, ne? Ja, hier werden die verstärkten Eisenplatten raus. Dann kann ich die eigentlich schon mal... Ach so, die kommen hier rüber und da habe ich keinen Container für. Wo ist denn am meisten... Was macht... hier machen wir die Rahmen. Ja, Moment, dann machen wir doch mal so. Dann geht hier schon mal was. Und wo gehen die noch hin? Ich sollte zuerst rennen und dann... Ah, hier gehen die noch rein, okay. Hä, und das geht aber nach oben, oder? Oder geht es sonst noch wohin? Nö, diese verstärkten Eisenplatten gehen nur nach oben. Naja, aber oben ist ja zu. Und hier gehen die... Hier hauen die Rahmen ab. Was sie eigentlich nicht sollen. Naja, egal. Wie sieht's hier aus? Hier fehlt's an Schrauben. Kommen dann aber immer nach. Das ist sehr gut. Und hier fehlt es an Rahmen. Okay. Weil die Rahmen hier quasi abhauen. Aber da sind wir ja. Jetzt müssten wir auch schon schneller sein. Einfach nur, weil wir hier genug verstärkte Eisenplatten drin haben. So, hier kommen auch genug raus. Hier fehlt es an Schrauben. Ich könnte hier mal wieder voll machen überall. Ja, dann... staut sich hier ein bisschen was an. So. Jetzt gehen die auch hier ein bisschen besser raus. Ja, aber jetzt habe ich die ja überall schon mit reingeballert. Hier gehen die da rein. Na gut, dann mache ich eben hier voll. Dann sollte das... Oder pass mal auf. Machen wir doch mal so. Die hier hole ich mir wieder zurück. Jetzt ist hier quasi immer genug verstärkte Eisenplatte da. Jetzt fehlt sie an Eisenstange, ist ja klar. Na gut, komm, pass auf. Ich, bevor es hier zu
kompliziert wird, machen wir das Ding da wieder ran. Und ich knall hier. Na? Was denn jetzt? Ich knall hier die Eisenplatten rein. Und hier kommen schön die Rahmen raus. Das heißt, da müssten wir hier auch langsam ein bisschen... Ja, da kommen hier auch ein paar mehr Rahmen raus. Sehr gut. Naja, immer noch nicht genug, aber wir gehen, wie gesagt, jetzt erstmal auf Schneckentour mal wieder. Denn wir brauchen so viele von diesen verdammten riesigen Rahmen. Und die Rahmenproduktion ist, glaube ich, nicht beschneckt, oder? Wo kommen die raus, die Rahmen? Hier. Doch, hier sind Schnecken drin, okay. Hä? Ach, das ist normale Eisenplatte. Ah, okay, die anderen habe ich schon weg. Gut. Dann ist ja schon leer das Inventar. Wunderbar. Oh nein, nicht, dass ich die jetzt irgendwo doppelt gemoppelt reingepackt habe. Bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Gut. Wir wollen auf Schneckentour gehen. Wir haben das da, alles da, um uns hochzubauen. 25 Computer, die räume ich noch auf. So, die kommen dann schon mal hier rein. Zack. Gut. Treibstoff. Wie viel haben wir noch Treibstoff? Ich glaube, da mache ich mal noch mal was. Und wegen Gesundheit. Na toll. Ach nö. Wegen Gesundheit müssen wir schauen, dass wir da dann genug Beeren und sowas holen. Was wollte ich jetzt machen? Schon wieder vergessen. Treibstoff. Achso, dazu brauche ich nur Öl. Und Öl gibt es da hinten. Gibt es da auch noch eine Werkbank? Ich glaube, da gab es auch noch eine Werkbank, ne? Und unseren Explorer gibt es da auch. Wunderbar. So, komm, dann gib mal ein bisschen Öl her. Ein bisschen Rohöl. So, und wir machen damit lecker Brennstoff. 180. Wunderbar. Im Auto ist ja auch noch ein bisschen was drin, im Explorer. Dann müsste das passen. Wie? Das war's? Das war's schon. 120, okay, jetzt haben wir 420 Treibstoff. Gut, ich nehme mal dieses Gerät. Scanne hier mal nach Elektroschnecken. Öffnen der Werklenken. Öffnen der Werkbank. Huch. Öffnen der Werkbank. Treibstoff. Einen rein. Nehmen wir hier noch eins dazu. So, dann haben wir hier, da haben wir auch noch ein bisschen Asphalt und hier haben wir eh noch Treibstoff. Okay. Gut, dann passt es. Vier blöde Öl. Weg damit. Okay, gut. Zum Lenken. Huch. So, wohin tingeln wir denn zum Schnecken holen? Wohl mal eher in diese Richtung hier. Huch, jetzt habe ich hier. Gut, hör auf. Hilfe!
Da hat's den Sound verspackt. Elektroschnecken. Hier ist nichts. Also in diese Richtung. Und dann düse ich mal ein bisschen in diese Richtung. Nehme ich mir hier mal einen Bären mit. Wenn wir schon mal da sind. Also doch in diese Richtung. Gut, dann fahren wir mal nach hier. Oh. Hör auf, durchzudrehen, du. Aha. Was ist das? Ach, unsere Raffinerie. Ich hole mal mein Fahrzeug her. Ich möchte mal nicht so weit von meinem Fahrzeug entfernt sein, da wir da ja sehr sicher sind vor Viechern. Moment mal, ist das da unten die Schnecke? Nein, dachte gerade. Okay, dann mache ich mal Folgendes. Und zwar baue ich mich da mal nach oben. Mal hochkrapseln. Ob wir hier schon den Gestank abkriegen. So, und wo ist jetzt hier genau? Wo ist jetzt hier genau eine Schnecke? Ich sehe halt nichts. Ach, da drüben. Na super. Völlig von der falschen Seite her gebaut. Gut. Dann bauen wir das Ding eben wieder ab. Mein Superturm. Kein Problem. Denn wenn ich hier durch das Gift renne, dann ist natürlich Kacke. Weil wir haben keine Beeren mehr. Und kein Schwefel gefunden bisher. Ne, Mycelium. Ist es ja. Das ich brauche für... Das heißt, wo ist sie denn? Da ist sie. Ja, ich sehe die Schnecke. Bis hier können wir noch laufen. Okay, ab hier wird es langsam schwierig. Gut, dann könnte ich mich doch aber eigentlich hier hochbauen. Das sollte eigentlich gehen. Und
dann einfach von oben drauf springen. Oh oh. Gut, das war jetzt ein bisschen gefährlich. So, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal eine kleine Folgenpause. Sehen uns dann morgen wieder, wenn es wieder heißt Time to Play hier bei Satisfactory. Und dann holen wir uns die Schnecke. Die Spinne wollte ich gerade sagen. Und ich kann jetzt endlich mal kurz pinkeln gehen. Gut, dann bis morgen. Tschüss.